So. Gut, dann haben wir... Ich glaube, wir haben jetzt alle Doku-Missionen soweit fertig. Und dann, ja, das war das Letzte. Und ich glaube, nächstes Mal kann man dann ja gucken wegen den anderen Missionen. Wir haben ja hier noch so ein paar, wie hier sowas, Schloss des Unheils und so, mit Rotter. Der kann man ja nächstes Mal gucken. Ich würde jetzt aber trotzdem mal ein bisschen rumlaufen und schauen, was wir so für Missionen haben oder so. Und ja, schauen wir mal, was hier noch so offen steht. So. Ich habe mir Kinderbaum zu Wort gegönnt. Oh, schön. Episode 3, ja, das wäre noch viel kurz. Lego Star Wars 3, nicht Episode 3. Aber ich mag Episode 3 echt nicht so gerne. Deswegen, da will ich jetzt nicht so viel zu sagen. Das ist das letzte Doku, welche... Hahaha. Wut führt zu Wut, Wut führt zu Hass. Nein, zu Angst. Wut führt zu Angst. Was, der Mad Lord? Jetzt geht das wieder mit dem Mad Lord los. Ja, du hast doch damit angefangen. Okay, Moment. Ich muss hier kurz was einstellen. So, wir können jetzt tatsächlich, müsste ich theoretisch alle Figuren... nicht alle Figuren, alle Sachen haben, damit wir ordentlich weiterkommen. Ah! Ah! Also, ich glaube, wir haben hier theoretisch für jedes jetzt die Möglichkeit. Ich brauche hier irgendwie noch sowas, was, wie heißt? Ach komm, das ist doch doof. So. Ich brauche hier nur noch Gegenstände. Und dann mal gucken. Ich mag die Prequels überhaupt nicht. Ja doch, also mit Clone Wars mag ich die. Episode 1 mag ich eigentlich recht gern zu gucken, weil ich finde, der hat noch diesen Charme der Originals. Episode 2 mag ich halt diese kleinen Arcs. Und 3 finde ich halt anstrengend zu gucken, weil ich finde den Film einfach überhastet. Als Abschluss von Clone Wars finde ich das gut, aber so abseits davon... Ja, aber ich finde, jeder der Filme hat halt echt Probleme. Ach, ich wollte die Figuren doch jetzt nicht dödeln. Kommt halt aber auf den Film an. Deswegen, ich würde es jetzt nicht verallgemeinert sagen. So. Mit Lord Bass, ich dachte eher, was der was? Musik Bass, Lord. Nur kommt drauf an. Das kommt drauf an, wie man es sieht. Ihr Clone ist auch toll, aber filmisch nicht, nein. Ja, technisch ist der Film sogar höher als die ersten zwei Staffeln eigentlich. Aber nee, also der Film ist halt einfach nur mehrere Clone Wars Folgen. Mehr ist das nicht. Und wenn man es so betrachtet, ist der Film eigentlich ganz okay, aber halt nicht als Film an sich. Als Film ist der kacke, aber so als einfach, wenn man sagt, okay, sind mehrere Clone Wars Folgen, dann geht das vollkommen klar. Ach komm. Ich wüsste jetzt nicht, ob jemand Elektro noch hat, so abseits davon. Schauen wir einfach mal. So. Achso, ich muss das erst öffnen, alles klar. Die besten Filme sind für mich die Witcher-Trilogie, dann die Prequels und die Sequels. Ja, ich bin ja Fan von den Sequels-Teils, aber ich finde es erstmal schwer, die objektiv zu betrachten, weil objektiv ist es sehr schwierig. Und für Star Wars-Verhältnisse so an sich kann ich gar nicht sagen, was ich da wo irgendwo positionieren will. Ah, Punktzahl mal 10, wir haben noch nicht mal 8. Ja gut. Damit haben wir jetzt alles. Okay. Und ich hatte ja vorher schon viel Geld, aber das ist wirklich der Hammer. Der beste Star Wars Film ist das Holiday Special. Ja, aber absolut. Absolut. Aber ohne Wenn und Aber. Das Holiday Special, klar. Ja, für die Leute, die es nicht wissen, es erschien damals nach Episode 4 ein TV-Special, ein Weihnachts-Special. Und das ist das Star Wars Holiday Special. Und das zählt als eines der grausamsten Sachen, die jemals auf die Leinwand gebracht wurden. Und das ist noch nicht mal übertrieben. Es ist halt echt nicht schön. So, ich würde, glaube ich, die Sachen hier noch nicht kaufen, sondern erst, wenn wir alles haben. Ich wollte nur mal gucken, ob hier noch irgendwie was ist, aber sieht nicht so aus, ne? Ach, guck mal, da laufen die hier doch auch schon rum. Wenn hier läuft ja zum Beispiel Palpatine rum. Obwohl, wir könnten ja schon mal kaufen. Und blöd, dass wir jetzt keinen... Ja, super.
Gut, ich wollte gerade sagen, weil wir keinen Bösewicht hier haben. Aber jetzt haben wir einen. Gut. Ja komm, wir kaufen die, was wir haben, haben wir. Ich weiß gar nicht, dann kann er den jetzt aber nicht kaufen, jetzt muss er den besiegen, theoretisch. Okay, kaufen. So. Aber die Ewok-Serie, die ist gut. Die habe ich leider nie gesehen. Ich habe mal, als ich ganz klein war, die zwei Ewok-Filme gesehen, als die mal im Fernsehen liefen. Aber mehr kann ich überhaupt nicht zu den Sachen sagen. Ich habe auch nicht die Clone Wars-Serie ausreifend geguckt, sondern nur The Clone Wars. Und ich habe auch nicht... ach, guck mal, da oben ist doch noch was. Okay. Und ich habe auch nicht nennenswert... okay. Freunde im All habe ich auch nicht geguckt. Ja, der ist weg. Spawnt der nach. Das weiß ich gar nicht. Wäre schon gut, wenn die nachspawnen würden. Okay, ich sehe den jetzt nicht. So, guck mal, hier haben wir den... den Starkiller. Den kann ich doch kaufen. Wenn, auch wenn ich meine, dass die eigentlich verfeindet sind. Aber hey. Wie dauert das denn so lange? Okay. Hey! So, nochmal aufmachen. Was liest du eigentlich zurzeit? Oder liest du überhaupt? Aktuell lese ich eigentlich den Thrawn-Roman. Nicht den Thrawn, Entschuldigung, den Tarkin-Roman. Aber ich komme dazu aktuell nicht. Deswegen, ja, also... Ich sag mal, ich versuch's gerade zu lesen, aber wie gesagt, ich komme halt nach dem aktuellen aktuell nicht dazu. Weil ich versuche immer abends etwas zu lesen und irgendwie klappt nicht. Bin einfach zu müde meist. Weil ich versuche immer so im Bett zu lesen, weil so außerhalb vom Bett, da bin ich dann meist zu unmotiviert für. Und ja. Und den Tarkin-Roman, der ist sehr gut. Bin ein großer Tarkin-Fan. Ja, ich finde ihn auch sehr gut. Ich finde den manchmal von Tarkin, ich finde ein bisschen... Also klar, der Autor, der ist ja echt geil. Ich mag den voll gern. Den, Lutschenko? Lufrenko? Weiß ich nicht, wie der ausgesprochen wird. Weil der hat ja auch Labyrinth des Bösen und Dark Lord gemacht. Und die beiden habe ich die Hörspiele gehört. Und die sind ja echt gut geschrieben. Vielleicht ein bisschen zu viel Fanservice oft hier und da, aber ich sag mal, es ist halt wirklich... Also seine Sachen sind halt wirklich super gemacht und ich finde halt cool, dass in der Endor-Serie halt sehr viel aus dem Tarkin-Roman übernommen wurde. Und es ist halt wirklich eine passende Sache, wenn man wenn man halt Rogue One geguckt hat. Also man merkt, es ist halt wirklich eine Ergänzung zu Rogue One. Okay, die Sachen... Achso, nur noch 3 Missionen, die mir fehlen. Alles klar. So, hier haben wir noch den kaputten Raider aus. Wie heißt der Film hier? Das Spiel nochmal. Force Unleashed, genau. Finde ich so krass, dass es hier die Force Unleashed Lego-Figuren gibt zum Spiel. Habe ich einfach. Wurde einfach Palpatine getötet. Guck mal, so einfach geht das. Da. Schnell nach. Nee. Hab die Tage einer der besten Comics gelesen, die ich genial finde, nämlich Blackhammer, ein Hellbox-Spin-Off und buchtechnisch lese ich ein Buch über Weltreligion. Ja, das klingt doch gut. Hellboy müsste ich vielleicht auch... Ich komme leider nicht zum Lesen. Ich möchte eigentlich viel mehr andere Bücher mal lesen, außer Star Wars, aber da ich noch nicht mal zu den Star Wars-Sachen weiterkomme... Ich würde auch gerne die Comics weiterlesen. Ich sehe dir jetzt aber nicht ein, so viel Geld dafür auszugeben, weil die sind halt so unglaublich teuer dafür, dass ich da nur 1-2 Stunden pro Paperback lese. Deswegen, bei mir werden das in Zukunft nur die Romane sein. Und ich habe mir letztens... Ah, das liegt im Wohnzimmer.
Und ich habe mir letztens zwei Romane geholt und zwar habe ich mir... Nee, einen habe ich geholt. Ich habe mir den Roman Jedi Lost geholt. Oder Der verlorene Jedi, wie der bei uns heißt. Das ist dieses Prequel-Buch zu Count Dooku. Beziehungsweise erzählt er dann Asajj Ventress, wie halt seine Jugend war und sowas. Gibt's ein, ist eigentlich ein Hörspiel und daraus haben die halt auch einen Roman gemacht. Und der ist halt auch bei uns erschienen. Leider ist das Hörspiel nie auf Deutsch gemacht worden. Obwohl das eigentlich gar nicht mal schlecht ist auf Englisch. Ich habe es mir ein bisschen angehört. Ich habe mir das halt gekauft. Aber es ist halt nicht so meins. Also ich würde es, wenn dann, schon lieber auf Deutsch hören. Ey, dafür kann ich jetzt das Buch lesen. Das ist dann eher meins. So, wie komme ich da hinten hoch? Was erwartet das Spiel jetzt von mir? So, da ist das Geländer ab. Ich würde sagen, man kann hier irgendwo... Also ich kann ja das machen, aber das bringt mir ja nichts. Star Wars habe ich ein paar Lexika. Ja, da habe ich zwei. Ich habe einmal einen über Episode 7, weil der hat nur irgendwie 5 Euro oder so gekostet. Das ist halt das einfach so ein paar Details. Und ich habe einen für 4 Euro von Episode 8 bekommen über die Fahrzeuge. Aber ich hätte mir irgendwann vielleicht auch gekauft, weil ich mal irgendwann gerne alle hätte. Aber ja, ich sag mal, wenn die nicht so billig gewesen, hätte ich mir die jetzt nicht direkt geholt. Wie kostet die bei Star Wars? Also wie bei, sind halt von Panini, also die kosten ja alle gleich. Also normale Comics kosten halt 5 Euro, meine ich. Also das war mein letzter Stand. Und vielleicht brauche ich jemanden, der hoch springen kann, aber ich glaube, ich habe hier keinen. Ich guck mal, ob ich einen holen kann. Ja, und Paperbacks kosten dazwischen 15 und 20 Euro, obwohl die kosten manchmal ein bisschen mehr. Das kommt halt drauf an, wie viele Comics drin sind. Also, wie gesagt, kommt halt drauf an. Und wie gesagt, ich lese aber, an einem Buch lese ich teils 1-2 Wochen, weil ich halt da jeden Abend mir nur ein bisschen der Zeit nehme. Und einen Comic lese ich 1-2 Stunden. Und ich sehe das nicht ein, halt mehr für einen, also ein Comicband auszugeben, als für einen Buch. Also wo mir das dann im Endeffekt viel, viel weniger bringt. Also wenn du verstehst, wie ich das meine. Ach guck mal, dann verschwinden die. Das ist eine super Sache. Da gucke ich mal, ob ich hier einen Kopfgeldjäger bekomme. Geh erstmal hier hoch. Und was hältst du von der Zukunft von Star Wars? Positiv. Sehr, sehr positiv. Bin nur ein bisschen jetzt, ich frage mich nur aktuell, was jetzt passiert mit Disney Plus, jetzt nachdem die Chefetage da umgeändert wurde wieder. Aber insgesamt kann ich eigentlich nicht meckern. Also wir haben ja aktuell, dass halt die ganzen Mandel-Sachen da weiter ausgebaut werden, was im Endeffekt halt bedeutet, dass wir irgendwann halt so eine Art Sworn-Trilogie zurückbekommen. Also im Prinzip ein Abschluss für die Leute, die halt keine Sequels mögen. Finde ich eigentlich ganz schön. Und trotzdem dann halt eine Verbindung zu den Sequels, was dann halt auch mal den Epilog so ausbaut. Ja, mit den High Republic Sachen kann ich noch nicht viel sagen, weil ich bin in High Republic, habe ich noch nicht angefangen. Finde ich aber bis jetzt recht interessant. Auch cool, dass sie jetzt halt wirklich versuchen, da irgendwie das miteinander alles zu verbinden. Ich bin gespannt, wie die Comics weitergehen, weil aktuell sind die ja bei... Oh, schneller bauen. Die erzählen ja die Handlungsstränge zwischen Episode 5 und 6 gerade durch. Und ich frage mich, was danach halt die Hauptcomic-Reihe wird. Ich hoffe dann zwischen 7 und Mandalorian. 6 und Mandalorian, Entschuldigung. Und ja, mehr kannst du ja gerade nicht sagen. Der Rest ist ja halt eigentlich nur Hüllzeug. Ach ja, und ich finde cool, also ich hoffe, dass sie noch eine zweite Kenobi-Staffel rausbringen. Und ich finde halt cool, was mit Bad Batch ist. Weil Bad Batch schließt ja auch nochmal die Brücke zwischen dem und den und Rebels. Und das machen ja die einzelnen kleinen Serien halt auch. Ja, und auf Endor Staffel 2 freue ich mich, auch wenn ich da wütend bin, dass es leider keine 5 werden, weil ich finde die Serie echt gut. Also beziehungsweise ich hätte die halt gerne so als Parallelding zu Rebels gehabt, dass man halt immer so sagen kann, okay, das ist halt das Rebels-Kram so und das ist halt der Endor-Kram und in Endor werden halt die Sachen erklärt, die nicht in Rebels erklärt wurden, aber naja, was soll man sagen? Selber also ein Compendium Omnibus zahle ich für 4 Stories um die 600 Seiten 50 Euro.
Ja, das ist ja okay so. Also für so ein Komplettband. Was ist überhaupt der Verlag? Ist das nicht Splitter? Oder ist das, ich weiß gar nicht mehr. Also ich meine nicht Panini, ne? Ich meine, das ist, oder Crosscult. Ich glaube, Crosscult war das. Ich muss mich endlich mal dazu aufgetan, Endor zu sehen. Also ich mag Endor sehr, sehr gern. Also die ersten drei Folgen, die waren halt wirklich langsam und ich würde auch sagen, für den Casual-Person ist das halt wirklich anstrengend und ich musste auch sagen, nach den drei Folgen habe ich mir auch so gedacht, okay, obwohl ich mir die sehr drüber gefreut habe, so. Moment, ich brauche einen Kopfgeldjäger. Und, was soll ich denn jetzt erzählen? Jetzt habe ich wieder verpeilt. Achso, nach den drei Folgen, da wird es halt wirklich dann rasanter. Nur ich habe halt Angst, wenn schon gesagt, die Leute so sagen, ja, aber Staffel 2, da haben die im Prinzip die ursprünglich geplante Staffel 2 bis 5 zusammengepackt. Ich habe da total Angst, weil die noch so viele Handlungsstränge auserzählen müssen und die müssen gleichzeitig noch so viel erklären, was halt dann in Rogue One reinläuft. Aber ich finde cool, die haben so viel übernommen, was man halt aus den Büchern und Comics kennt. Also sie sind da so detailgetreu reingegangen. Also die Serie ist wirklich von der kompletten Machart her. Also es ist objektiv gesehen die qualitativ beste. Und ich rede jetzt nicht vom qualitativ von Aussehen, sondern wirklich von der Machart und so her. Es ist wirklich die qualitativ beste Star Wars Serie. Objektiv gesehen. Ja, warte mal gucken. Crosscult. Ah! Eine zweite Kenobi-Staffel, dass sich jemand das wünscht, überrascht mich. Es wünschen sich viele eine zweite Kenobi-Staffel. Es wünschen sich sehr, sehr viele eine zweite Kenobi-Staffel. Nur die werden meist halt auch in der Community nicht so gut behandelt, sag ich mal. Weil viele die halt aus Prinzip... Also ich finde die Serie auch qualitativ nicht gut. Überhaupt nicht. Ich finde die echt nicht gut gemacht. Aber ich würde mir halt trotzdem eine zweite Staffel wünschen, weil ich das Gefühl habe, eine zweite Kenobi-Staffel könnte nochmal richtig, richtig viele Einzelheiten schließen. Und das finde ich einfach cool. Und ich sag's ja immer wieder, ich find's besser, würden die das machen, als weiter einen Comic rausbringen. Weil ich guck lieber eine Serie, als einen Comic halt zu lesen. Oder ein Buch zu lesen oder so. Also so denke ich mir halt die Angelegenheit. Wieso kann ich nicht mehr öffnen? Ist das ein Machtteil? Ich weiß nicht genau, was die jetzt hier erwarten. Naja, also ich fände halt cool, wenn die das machen. Das könnte halt sehr viel nochmal fürs Universe bringen. Deswegen, ja. Und die Serie hat ja auch, also die erste Staffel hat ja auch sehr, sehr viel erklärt nochmal. Beziehungsweise nochmal so ein bisschen, ich sag jetzt mal, eine Lücke geschlossen und nochmal die Klammern halt anders umfasst zu Episode 4 und 3. Also ich sag jetzt mal abseits von der Qualität, ich sag jetzt mal abseits vom Drehbuch und teils ein paar Inszenierungsprobleme ist die Serie echt solide. Also sie ist nicht mega schlecht, sie ist solide. Deswegen, es ist in Ordnung. Ich wünsche mir eigentlich eine Serie zur Zeit von Kira und Darth Maul. Bin ich, glaube ich, alleine. Nee, da wünsche ich mir auch eine von. Die ganze Geschichte um Kira wird ja gerade erklärt in den Comics, was danach mit dem ganzen Crimson Dawn passiert. Ist ja gerade in den Bänden. Ah, wir brauchen hier einen Sniper. Kenobi ist nicht gut, aber eine Staffel mit dem Fokus auf Luke ist mir lieber als eine zweite Staffel von Boba Fett. Nee, bitte nicht mit Luke. Das würde mir zu viel rausreißen. Ich würde lieber haben, nachdem jetzt hier Kenobi ist, würde ich lieber haben, dass Obi-Wan halt das macht, was er halt auch in den Comics macht, und zwar dieses Tagebuch von Luke schreibt und dabei halt diese, zum Beispiel einen neuen Machtkristall findet und sowas. Also diese Sachen, wo halt, die halt später Luke dann in seiner Hütte findet und so. Also das fände ich cool, wenn er halt wirklich Luke vorbereitet, indem er ihn nicht überwacht, sondern halt sagt so, ey, ich stelle dem jetzt alles zusammen, was halt wichtig ist. Und halt so ein bisschen von der Macht lernt, was halt später wichtig ist, was halt in den Originals dann halt an Luke weitergeht. So. Dass wir halt diese Entwicklung sehen, also zu diesen weisen Jedi halt noch. Weil er ist halt jetzt wieder eins mit der Macht, aber er ist halt, also es wäre cool, wenn man nochmal so eine Entwicklung hat, so halt von, ey, ich bin jetzt Jedi und nochmal zu noch mehr ins Gleichgewicht. Das fände ich cool, wenn man sowas noch da reinballert.
So, hat man Scharfschützen? Bestimmt hat man ja einen. Aber ich glaube, ich nehme einfach ET-88. Was ist ET-88 eigentlich? Oder ET-86. Ich glaube, die haben Sniper. Ja. Aber Boba Fett würde ich mir eine zweite Staffel wünschen. Ich fand die Serie unterhaltsam. Ich fand die auch nicht jetzt super gut, aber ich fand sie unterhaltsam und das hat mir Spaß gemacht. Und sie war halt, ich finde, in ein paar Jahren wird sowieso niemand mehr sagen, ich gucke jetzt Boba Fett, sondern da heißt es, ich gucke jetzt die ganzen Mando-Serien. Und so ist es ja eigentlich auch. Und ich finde halt so, wenn du das dazwischen guckst, funktioniert das halt absolut gut. Hallo? 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 So, jetzt aber. Aber der Fokus auf Leia hätte ich nicht sein müssen. Och, doch! Ich fand den gut. Ich fand den echt gut. Schließt ja auch nochmal die Lücke schön. Und ich fand die Schauspielerin wahnsinnig gut. Super Lichtschild? Was? Ach, den habe ich noch gar nicht. Ach. So. Sie hat es nicht mehr Inquisitoren auf dem Hals. Nein, das wird. Also wenn die das machen will, dann hätten die einen Bruch mit dem Ende. Das würde keinen Sinn ergeben. Das wird überhaupt keinen Sinn ergeben. Boba Fett war kurz außer die zwei Mandelfunk. Nee, also schlecht war die Serie nicht. Definitiv nicht. Für mich ist Boba Fett mal nur 2,5. Ja, das, so wurde es ja auch beworben. Es wurde von Anfang an gesagt, die Serie ist eine Art Mandalorian 2,5. Genauso wird die Serie beworben. Das soll einfach nur erklären, was halt zwischendurch mit diesen ganzen Kopfgeldjäger-Sachen beziehungsweise mit diesen Schmuggler-Sachen passiert. Das war der ganze Punkt der Serie. Aber schlecht war die insgesamt nicht. Die hatte ihre Probleme, ja, aber ist halt so. Also mich hat das sehr an die anderen Rodriguez-Werke erinnert. Aber war das nicht ein Redcon, dass Leia und Obi-Wan sich kann ver... Nee, eigentlich nicht. Also, es widerspricht sich ja nicht. Weil sie sagt ja auch, sie erzählt ja auch in Episode 4, dass sie viel von dem weiß und so. Also widersprechen tut sich das nicht. Also es gibt halt auch keine Sachen, dass das irgendwie Probleme machen würde. Wieso hat er den jetzt umgebracht? Och, kotzt mich das an. Was passiert das immer wieder? Ich finde das so geil, dass er den Stab des Ra einfach hat. Hä? Ich hab den doch gerade erledigt. Hau ab. Hä, wieso spawnt der immer wieder nach? So, komm mal her. Ich glaube, 2 von Boba Fett sollte man aber mehr kriminelle Organisationen anführen, meist wegen dem Fanservice-Charakter. Fanservice-Charakter? Welchen meinst du genau? Ja, also... Also ich fand schon cool, dass die halt die ganzen gezeigt haben, was halt weiterging mit den, wie heißen die Lümmel hier nochmal, mit den Pikes. Das fand ich sehr cool, was ja auch nochmal eine Brücke geschlossen hat zu Solo und halt zu den Clone Wars Arcs. Ja, also hätte mir auch mehr gefehlt, auch die Entwicklung fand ich jetzt nicht so Bombe von Boba, aber ich das ist jetzt für mich jetzt nicht, dass ich sage, yo, war mega schlecht, deswegen... Boss denke oder andere Kopfgeldjäger. Brauche ich die? Also, ich fand ja schon cool, dass wir Crossanten gesehen haben. Darüber habe ich mich richtig gefreut. Also weil den haben wir ja noch gar nicht Live-Action, noch gar nicht überhaupt in der Serie oder so gesehen. Den haben wir ja nur in den Comics gesehen. Ich weiß auch gar nicht, ob der in den Büchern erwähnt wird. Also, darüber habe ich mich richtig gefreut, dass wir den gesehen haben. Hat mich jetzt... Moment, das ist doch der Kumpel von mir. Was ist da für ein Problem hier immer? So, komm her, mit.
wird auch zu 100%, dass Cad Bane lebt. Ja, der wird auch überleben. Das wird der. Der und Cobb Vanth auf jeden Fall. Ja, ich hoffe einfach, also für mich ist das halt wieder dieser Fall von, ey, ich fänd cool, wenn eine zweite Book of Boba Fett Staffel kommt, einfach nach dem Motto, ey, wir hätten dann einfach mehr. So. Das wäre für mich, das so für mich der Punkt halt an der Sache. Ach, ich wollte jemanden holen, der hochspringen kann, ne? Hol ich mal kurz. So, schauen wir doch mal rum. Brauchen wir eigentlich nur Jar Jar? Das ist eigentlich so am besten. Das war schön, dass Cad Bane vorkam. Das war mal ein nötiger Fanservice. Ja, also von mir aus hätte der auch nicht vorkommen müssen, aber ich fand es halt dann nochmal, besonders mit der Anspielung halt auf Django, was ja dann nochmal auf diese ersten Missionen oder generell auch auf Clone Wars anspielt. Das fand ich ganz cool und halt hat auch nochmal so ein bisschen halt diese Brücke zu Boba geschlagen aus der Clone Wars Folge, besonders halt aus der Clone Wars Folge, wo, oder beziehungsweise der nicht fertigen Clone Wars Folge, wo die halt sich duellieren. Deswegen, ich hoffe ja immer noch, es kommt eine Boba Fett Serie, die zwischen Episode 3 und 4 spielt. Oder halt ein Film oder sowas, der diesen kompletten Arc halt zeigt. Deswegen, ich würde mich echt freuen, würden die halt nochmal irgendwie, keine Ahnung, würden die nochmal, also ich hätte total, ich hätte total gern als Film die, wie heißt das hier? Ich hätte total gern als Film, das muss ich selber kurz überlegen. Die, den Maul Arc, wo der aus diesem Gefängnis flieht. Und ich hätte total gern den, die Asajj Ventress, den Arc, was leider als Buch halt nur gemacht wurde. Ja, und dann halt, wäre halt geil, würden die halt auch noch den ganzen Boba Fett Arc dann mit reinpacken. Aber ich glaube, der Book of, Boba Fett Arc, der ist, glaube ich, mit dem Asajj Ventress Arc zusammen. Ich weiß es aber nicht. Ich wollte nur kurz A drücken. Hey, wieso funktioniert das, der Mod nicht? Oder sehe ich den noch nicht? Bin extrem happy auf die Sith-Serie. Ja, ich auch, aber ich werde vorher auf jeden Fall mir nochmal dann die Dings-Serie angucken. Wie heißt die hier nochmal? Nicht die Serie, Entschuldigung. Ich muss mir vorher auf jeden Fall dann die High Republic-Bücher angucken, weil die soll ja so eine Art Ende High Republic Ende High Republic und Anfang halt Prequel-Trilogie oder Prequel-Ära. Deswegen, dort bin ich gespannt. Und die Serie scheint ja auch so eine Mischmasch aus verschiedenen Sachen zu sein. Okay, irgendwie ist der Dings neben. Ich dachte, die schließen sich auch irgendwie wieder. Ja, guck mal, der. Ach, okay, vielleicht, wenn ich nochmal neu starte. Ja, ist nicht schlimm. Okay, ich brauche jemanden mit so einer Bombe. Und wie komme ich denn... Wie kann ich den denn hier hochschicken? Oder eine Django Boba-Serie im Clone Wars Day. Ja, ja doch, das wäre auch eine Idee, doch. Ist ja so ein bisschen wie dieses, ja okay, ein Videospiel wäre auch cool, so wie die, gab ja eins mit Bounty Hunter, das wäre eigentlich auch eine coole Idee. Ah, okay, so will das. So wollen die das. Ich weiß jetzt gar nicht, theoretisch hätte der ja Bomben, ich weiß noch nicht, ob das auch geht. Hast du Tales of the Jedi gesehen? Ja. Ich habe alles von Star Wars geguckt. Ich habe jetzt auch endlich die Lego Specials geguckt. Ich weiß, das hat damit nichts zu tun, aber ich habe die geguckt. Also alles, was halt kanonisch ist und was halt als Serien- oder Filmdings da ist, habe ich gesehen. Alles. Ja, super, das geht. Super Speeder. Okay. Ja gut. Würde ich sagen, dann haben wir eigentlich soweit alles fertig. Also es kann sein, dass hier noch irgendwie eine Figur rumläuft oder so. Also nicht nur hier, sondern generell. Da könnte man nochmal gucken. Oh, ich hätte gerne Guido hier noch rumlaufen gehabt. Das wäre echt cool gewesen. Dann hätten wir den auch. Naja, ich würde dann nächstes Mal einfach gucken, die letzten Missionen fertig zu machen. Und dann, also alle auf 100% zu bringen. Dann machen wir nochmal ein Bösewichtschiff. Wie viel Prozent? 72. Ja, es fehlen ja noch Bösewicht-Figuren, ne?
Aber es fehlen auch noch mega viele goldene Steine. Da müsste ich mal gucken, wie man die macht. Ende High Republic und Anfang Prequel sind die nicht 500 bis 1000 Jahre voneinander entfernt. Nee. 1000 Jahre vor Episode 1 ist die Old Republic Ära. Das ist nur halt noch nicht Canon, aber halt ein paar Figuren sind ja schon mal Canon gemacht worden. Und die High Republic Ära ist circa 300 Jahre vor Episode 1 bis halt, und die endet, ich glaube so, keine Ahnung, 50 Jahre vor Episode 1 oder 70. Und halt in diesem Zeitraum, also in diesen letzten, ich glaube, ich guck gleich nochmal nach, dann kann ich das dir genau sagen. So, ich würde aber sagen, ich guck nochmal kurz bei den Figuren. Einen Moment. Bei Figuren technisch, das sind immer viele. Mal sehen. Also ich denke mal, die meisten werden wir hier auch nochmal auf ein Schiff treffen und so. Finde ich nur blöd, warum kann man die nicht hier einfach kaufen? Nee. Egal. So, und dann gucken wir nächstes Mal, was man hier noch macht. Ich glaube, hier sind da noch ein paar Sachen an den Schiffen und so. Aber ich würde jetzt erstmal sagen, wer bist du denn da hinten? Ach, das... Nee. Ist das Bear Sophie? Ja, müsste eigentlich sein, ne? Ja, okay. Habe ich auch als Lego-Figur. Ja, dann würde ich sagen, dann war es das heute mit Lego Star Wars 3. Wie gesagt, jetzt quatschen wir noch ein bisschen hier im Stream und dann gucken wir weiter. So. Mal sehen, wann es hier weitergeht.